1995 ging es dann weiter mit der neuen Band, und zwar Chaos Engine. März 95, Vocals, Bernd Unger, der Bench. Gitarre und Background Vocals ich, Gitarre Wiedemann Jörg und Bass Jürgen Frank, Drums Bernd Lehmeier, der Lemmy. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mit denen heute noch Kontakt habe, vor allem mit Lemmy, und ist uns treu geblieben die ganzen Jahre von 95 bis zum heutigen Tag mit Overclock, was später noch kommt. Und ja, neue Band gegründet, da musste natürlich auch erstmal ein neues Demo her. Das ist eine Aufnahme vom Proberaum, und zwar nicht von unserem, von einem Proberaum, befreundeten Proberaum in Langenreichen. Und da haben wir im Mai, soweit ich weiß, unser erstes Chaos Engine Demo aufgenommen. Wieder ich mit meiner Technik am Start. Ich weiß nicht mehr genau, welches Equipment wir hatten, aber es wurde besser mit der Zeit, sagen wir es mal so. Und da möchte ich mal kurz in einen Ausschnitt reinschauen. So, das war übrigens ein altes Lied von Cancelled Concert übernommen. Wir hatten 5 Songs insgesamt. Der erste, der zweite und der fünfte waren von Cancelled Concert übernommen. Die habe ich damals geschrieben mit dem Bench zusammen. Und ja, Texte soweit auch alles übernommen, und das hört sich dann so an. So die, oh, lots of guns. As I can't feel me, I actually still behind the never-ending light. Nothing to die, nothing to die. Also man hat schon gesehen, die Qualität wurde besser, mein Gesang wurde auch ein bisschen besser, im Background habe ich weiter gesungen. Das war damals unser Demo-Kassettentape-Cover, und es ging dann so weiter, dass wir eine Tour geplant haben. Also das war die Tour 1995. Wir haben an allen Nachwuchsfestivals teilgenommen, an alle Locations abgecheckt, die es gab, so für junge Bands zum Spielen. Das war ein Haufen Arbeit. Das meiste habe ich und der Lemmy übernommen. Wir haben unsere Kassetten weggeschickt per Post an die Veranstalter und haben das dann schon echt, ja, so semi-professionell betrieben. Mit Bewerbungen, Bewerbungsfotos mit dabei. Und wenn man sich das so anschaut, also 23.06.95, 1.07.95, 8.95, 9.10. 2 Konzerte, 11. 2 Konzerte und im Dezember 1, 2, 3, 4 Konzerte. Wenn ich jetzt so zähle, 12 Konzerte im Jahr, das ist ja, also fast jeden Monat haben wir ein Konzert gehabt, und wir mussten natürlich auch proben. Ich war damals, wie gesagt, beim ASB, Essen auf Rädern. Ich glaube, die anderen waren schon im Beruf, aber man hat sich einfach die Zeit dafür genommen. Also Probe war meistens immer samstags, und ja, das war eigentlich selbstverständlich. Das war unser gemeinsames Hobby. Jeder hat sich die Zeit dafür genommen, und es hat Spaß gemacht. Und heutzutage, wenn ich so zurückblicke, also wenn man natürlich eigene Kinder hat und in einer hohen Position irgendwo verantwortungsvoll arbeitet, dann wird es natürlich schon schwierig mit den freien Terminen. Es ist einfach nicht mehr so wie früher. Ja, so war das halt. Früher hat man einfach mehr Zeit gehabt. Aber wir haben ja nicht nur die Band gehabt, wir haben auch noch weiterhin unserem Hobby auf Konzerte zu gehen gefrönt. Und zwar das nächste große Event, wo wir
gemeinsam waren, war im Juni 1995. Und zwar das Dynamo Open Air in Holland. In Eindhoven. Das war ein riesen Festival. Ich weiß nicht, wie viel tausend Leute da waren. Wir haben da alle gezeltet, die ganzen drei Tage und sind da mit der ganzen Crew hingefahren. So sah das dann aus. Hier, der Lemmy. Autos vollgepackt bis oben hin mit Proviant und Schlafsäcken und allem drum und dran. Und ein paar Tage später hat es dann so ausgesehen. Müllverwertung mal anders. Der Steiner in seinem Set, der hat sogar einen Sessel mitgenommen. Ja. Ja, da kamen wir sogar in den Nachrichten, dass Stau war. Die Polizei hält sein Herz fest für morgen, als die Festivalgänger wieder vertrekken. So sah das aus von oben. Stau ohne Ende. Iedereen wil zo snel mogelijk naar het. Dat was het festivalgelände. Even onder Eindhoven. Maar de weg daar naartoe is al bijna 24 uur verstopt. Op dit moment rijden nog steeds rockfans hun. Van oben, waanzin, oder? Irgendwo daar mittendrin waren wir. Dat pas vanavond alle files zijn opgelost. De eerste hardrockfans stranden gisteravond al op de wegen rond Eindhoven. Ja, genau. Daar ging einiges. Also es ist echt interessant zu sehen, wie das damals so war. Der Stau ging ja schon an der Grenze los, bis hierher, bis Eindhoven abfahrt. Ja, wir hatten Glück, wir mussten zum Glück nicht im Auto übernachten. Wir standen zwar im Stau, aber da ging es dann schon einigermaßen. Das muss man sich mal geben. Wahnsinn. Meine Güte. 1995, Dynamo Open Air. Wahnsinn. Also, das war eines der größten bisher, glaube ich. Also, Monsters of Rock war auch schon groß, aber das war riesig. Ich habe hier noch zwei Sachen, beziehungsweise eine Band, die ich erwähnen muss. Und zwar Type O Negative. Die haben mich auf dem Dynamo Festival am meisten beeindruckt. Das war, also, da kam ich zur Bühne vor und da hat es geschneit. Die haben Effekte und haben da Schnee rauskaut in die Menge. Und das, die ganze Atmosphäre und alles, das war einfach tierisch. Ich habe einen Ausschnitt gefunden sogar vom Open Air von Type O Negative. Da hören wir ganz kurz rein. From grace she will fall. An image burning in her mind, envy between her eyes. Ah. Also das Konzert war der absolute Mega-Hammer. Type O Negative. Ist es wirklich wert, sich mal reinzuziehen? Leider lebt der Peter Steele nicht mehr. So wie viele junge, gute Musiker. Aber das ist ein anderes Thema. Wie ging es dann weiter? Als nächstes stand ein Konzert mit Chaos Engine an, und zwar das erste zusammen, Chaos Engine, in dieser Formation am 23.06.1995 in Steinheim. Das war auch wieder ein selber organisiertes Festival mit vielen Bands, super organisiert, und da gibt es auch Aufnahmen davon, wo ich kurz reinschauen möchte. Yeah.
Ja, an der Gitarre, da hat es mir gefallen. Da waren die Haare auch schon länger zum Moschen. Einwandfrei. Wie ging es weiter 1995 nach dem ersten Konzert? Cancelled Concert gab es ja nicht mehr. Aber ich bin noch als Sänger mit eingestiegen bei Crack of Dawn. Als zweiter Sänger sozusagen. Die hatten nämlich, das war die Band vom Steiner, vorhin auf dem Dynamo Festival und vom Mitch und vom Andy Liebel. Zu dem kommen wir später auch noch. Der hat dann auch später mal bei uns ausgeholfen, kann man so viel dazu sagen. Und da war ein Konzert am 8.7.95 in Boxberg. Da habe ich die besten Momente mal für uns rausgesucht zum Reinschauen. Steig ein Bahnsein, lass die Sorgen sorgt sein, trink das letzte Gas. Ja! Fröhlich angesang, vom Schiff bis zum Untergang und kommt mal ins Haus. Mach ich mir nichts auf, weil das kostet mir. Ja, so sah das aus. Das war in Boxberg auf der alten Ruine. Das ist eine super Location. Da war ich auch schon mit meiner Familie. Hanna kennt das, glaube ich, schon. Und da war unten die Bühne. Und da haben immer die ganzen Coverbands abends gespielt. Herd 10 und die ganzen Großen. Und da war immer die Hölle los. Und wir durften da eben Vorband. Das war zwar dann am Nachmittag, aber in dieser Konstellation, da war das eine einmalige Sache. Ich glaube auch, das war das einzige Konzert. Ich glaube, ein zweites Konzert haben wir noch gemacht. Muss ich mal kurz gucken. Da habe ich sogar noch Bilder davon. Genau. Hier. Das war am 13.8., 12. oder 13.8. in Wertingen. Das sogenannte XS-Festival. Das hat damals der Mann von meiner Schwester organisiert und wir natürlich alle zusammen. Da haben wir alle zusammengeholfen, haben ein riesen Zwei-Tages-Festival auf die Beine gestellt. Und das hier ist eine Momentaufnahme davon, wo ich bei Crack of Dawn als zweiter Sänger mit dabei war. Eins habe ich noch. Genau. So sah das aus. Das war Festival, das war einzigartig. Also wir haben das, wie gesagt, selber organisiert. Mit Sea Engine durften wir da natürlich auch spielen. Da habe ich auch noch ein paar schöne Fotos. Oh, super, oder? Da hat der Zolleis hat da für alle kostenlos Fotos gemacht und hat die dann auch ausgehängt. Und da konnte man sich die Nummer aufschreiben und Abzüge bestellen. Und das hier waren alles die Bilder von Sea Engine, also Chaos Engine damals. Der Bench, der Lemmy am Schlagzeug, Gurke am Bass. Genau. Und hier sieht man auch noch den Video an der anderen Gitarre. Der hat dann meine alte bekommen und ich habe mir eine neue, eine Dimebag von Dean gekauft. Und ja, super, super fettes Festival, super Event. Und ich habe sogar einen Videoclip, wie das Festival aufgebaut wurde. Das habe ich allerdings im Zeitraffer laufen lassen, weil es viel zu lang gewesen wäre. Und da gucken wir kurz rein. Da sieht man so den Aufbau, wie wir die Bühne aufgebaut haben und ein paar Ausschnitte vom Konzert. Also wir haben da komplett alles selber aufgebaut, mussten uns um den Platz kümmern, die Verankerung vom Zelt, das ist der Mitch und der Lemmy auf dem Bildschirm zu sehen. Das war hinten in Wertingen, da wo das Jugendzentrum dann entstand,
Da ist der Bench zu sehen. Freunde waren mit alle mit dabei. Und dann stand schon das Gerüst vom Zelt. Das hat natürlich ein paar Tage gedauert. Nächster Tag dann. Die Falkensteins waren auch mit dabei. Mitch wieder mitten in seinem Werk. Der Steiner hat auch mitkämmert. Und so sah es im Jugendzentrum damals aus. Genau. Draußen wurden auch noch kleinere Zelte aufgebaut, wegen, ja, verschiedene Verkaufsstände sollten da hinkommen. Das war dann die Bühne. Falkensteins. Und Stage Diving mal testen. Und da war mein Dad mit seinen Bekannten. Und so sah das dann schon aus, wenn das Konzert voll im Gange war. Die Aufnahme war übrigens live von dem Tag, haben wir mitgeschnitten. Da hingen die ganzen Fotos aus. Ja, einfach super anzuschauen. Da kam sogar noch ein Fernsehbericht dann von dem Event. Und was es noch gibt, ist von dem Tag gab es sogar eine typische Bandprobe. Muss ich mal kurz reingucken. Also das war ich. Hier. Das war auch so der Proberaum beim Lemmy dann in Lauingen, wo wir geprobt haben. Und da gab es auch ein Video, eine typische Bandprobe. Die zeige ich auch noch ganz kurz. Zufälligerweise am selben Tag. Da haben wir gewartet, bis die anderen kommen. Wen der Bench das? Und ich. Lass mal einen Ventilator filmen. Dann kam der Gurke rein, der Basser und der Lemmy. Wolltest du es machen lassen in Berlin, oder? In Ulm. Und war es geil, oder? In Berlin. Voll geil. War schon leu, oder? Aber die ist voll geil. Der Lemmy. 10 Meter auf. Und der Wiede. Ja, ich brauche nicht. Hey, die schärfste ist, ich habe Sauerstoffgerät gesagt. So. Thank you.
Genau, so sahen die Bandproben aus damals. Alles beim Lemmy unten im Keller. Seine Eltern fanden es cool. Die waren sowieso total nett. Und ja, so haben wir uns auf unsere Konzerte vorbereitet. Weiter ging es dann mit unserer Chaos Engine Tour rund im ganzen Landkreis mit dem Anfang September Konzert im Jutze in Tannhausen. Und zwar war das am 9.9.95. Schauen wir kurz rein. Ich weiß noch, wir haben damals unsere eigene PA-Anlage, also Lautsprecher, Boxen und Mischpult, da zur Verfügung gestellt, weil die hatten kein Geld dafür und wir wollten einfach auftreten und dann haben wir das so gemacht, alles selber aufgebaut, Soundcheck, Mitch war mit dabei, haben uns immer ein paar Kumpels geholfen, also von dem her war das ganz okay. Dann, nächstes Konzert war am 7.10., 1995 Newcomer Festival in Höchstädt. Also das war schon was Großes, Newcomer Festival in Höchstädt. Gefolgt vom Newcomer Festival in Giengen. Hey people! Mitch. Das war mein Auto damals. Ich glaube, ich hatte einen Jetta Diesel, weil ich so viel in der Ausbildung gefahren bin. Der Mitch wurde rasiert vom Bench auf dem Parkplatz draußen. Dann haben wir uns noch den Backstage-Raum angeschaut, mit Umkleide und Dusche sogar. Ja, dann schauen wir mal ins Konzert rein. Tada! Da haben wir zwei Kameras sogar gefilmt. Eine war oben auf der Tribüne und eine hat unser Kumpel, der Spitzer, unten gehabt. Also war fettes Konzert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welchem Platz wir da gelandet sind. Es war aber okay irgendwie, ja. In der Zwischenzeit haben wir auch neue Songs geschrieben und das nächste Konzert war am 3.11.95 in Wertingen. Da sieht man halt gar nichts. Kleines Jutze in Wertingen, aber war gut besucht auf jeden Fall.
Nächstes Konzert dann Konserve Höchstädt am 1.12.95. Als Vorband von The Stroke. Amerikanische Band extra angeflogen. Also cooles Konzert auf jeden Fall und es war ein neuer Song auch. Wir haben wie gesagt in der Zwischenzeit auch immer neue Songs kreiert, geschrieben. Und es ist eigentlich der normale Ablauf, dass man erst die Songs komponiert, live dann ausprobiert und dann später recordet. Weil wir haben dann 96 die erste CD aufgenommen, da komme ich später noch dazu. Weiter geht's in Eislingen, 9.12.95. Da bin ich. Weiter geht's und zwar 17.12.95 Vorgruppe von einem richtigen Headliner. Die haben damals nämlich auch im Dynamo dieses Jahr gespielt und wir durften Vorgruppe von Schweißer sein. Chaos Engine und Schweißer am 17.12.95 im Hades in Heidenheim. Super. Anschauen. Da habe ich mir meine Gitarre signieren lassen. Gut, hier kann man vielleicht noch. Hier noch. Passen zwei hin. Das sind halt nicht so viele. Autogramme natürlich bekommen, Fotos. Und Gitarre signiert. Super. Wer Schweißer nicht kennt, muss unbedingt da mal reinschauen. Mal reinhören. So sah das dann aus auf der Bühne. Ich bin da irgendwo auf der linken Seite. Ah ja. Da. Ja, super. Das Jahr hat sich fast dem Ende geneigt, aber weil es noch nicht genug war, haben wir noch eine Party in Langenreichen im alten Gasthaus gemacht. Am 25.12. verschiedene Bands. Ich war auch mit dabei. Bench hatte ein eigenes Projekt am Start. Wir haben alle kunterbunt uns durchgemischt und irgendwie musiziert. Also man sieht die alten Bekannten wieder. In dem Fall war der Kolb von Justice am Schlagzeug. Hier vorne stand der Liebel am Mischpult von Crack of Dawn. Bench und ich von Chaos Engine. Der Fries von Crack of Dawn und so haben wir uns einfach zusammen gejammt und bunt durchgemischt. Super Abschluss des Jahres und ja, was will man mehr? Was ich noch erwähnen möchte, die Band, die mich 95 dann ziemlich stark geprägt bzw. beeinflusst hat, war Down. Down ist ein Projekt aus verschiedenen Musikern, unter anderem der Sänger von Pantera. Und wird sich später auch noch zeigen, inwiefern wir da so beeinflusst wurden. Es war auf jeden Fall 95, kam diese Platte raus. Unbedingt reinhören. Super, mega Songs. Bisschen bluesig, bisschen Southern Style, New Orleans Style. Und Down wird später noch vermehrt kommen. Bis dann, das war 1995. Oh!
Hallo in 1996. Es geht weiter. Hier sieht man die Tourdaten 1996. 2, 4, 6, 8, 8, 9 Gigs waren das. Also war nicht so viel los dieses Jahr 1996. Ich war weiterhin in meiner Ausbildung im ersten Lehrjahr als Radio- und Fernsehtechniker. Und wir hatten vor, mit Chaos Engine eine eigene CD zu machen. Die erste eigene CD. Und da gibt es sogar ganz hervorragende Aufnahmen. Wir hatten aufgebaut in der Bar drüben. Sieht man hier alles verkabelt, Mischpulte. Das war am 16. Februar 96. Leider ist die Kamera immer unscharf. Wie gesagt, in der Bar war sozusagen die Abhöre. Genau, alles aufgebaut. Und im Studio hier drüben praktisch war der Aufnahmeraum. Ah, da liegt noch unser Demo-Tape. Und jetzt bin ich mal rüber marschiert. Ein langes Multicore-Kabel geht rüber in den Aufnahmeraum. Trara! Schlagzeug mikrofoniert, alles aufgebaut, überall Eierschachteln. Kleines Mischpult an der Seite noch und die Multicore-Verbindung, das haben wir uns alles ausgeliehen. Also das war, genau, das haben wir uns ausgeliehen. Das meiste Equipment und aufgenommen haben wir auf dem ADAT, digitales ADAT. Und dann ging es auch schon los. Schlagzeug-Soundcheck. Ich habe das natürlich alles kontrolliert und eingestellt und habe darauf geachtet, dass sie alles richtig sozusagen spielen. Wir brauchten immer mehrere Versuche und es war live. Also Lemmy hat live eingespielt. Wenn ein Versuch gepasst hat, dann ist man zum nächsten Song übergegangen. Gurke, der Bassist oder Gitarre haben im Raum leise mitgespielt. Nur über Kopfhörer hat man es dem Lemmy geschickt, genau, der Wiede, dass der Lemmy sich besser orientieren kann, dass es sich anfühlt wie live. Also die haben den Song gespielt und nur Lemmy wurde recorded. Und auf so ein ADAT passen, glaube ich, 8 Spuren. Da gingen fürs Schlagzeug allein schon ein paar drauf. Schau ich mal. Genau, Bench kam dann auch immer dazu, der hat fleißig mitdirigiert. Der wusste die Songs schon auswendig. Er hat auch mitgesungen, so leicht, dass der Lemmy sich orientieren kann. Abend haben wir es dann immer noch durchgesprochen, ob alles passt, alles nochmal angehört. Also wir waren da wirklich den ganzen Tag beschäftigt.
Schau ich mal weiter. Ah, dann kam Gitarre. Gut, dann kam die andere Gitarre. Wieder hat meine benutzt. Das, ja, die klang einfach besser. Dann kam Bass, genau. Bench hat wieder mitdirigiert. Solos am Schluss. Und? Wie war der Take? Nochmal. 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 Nochmal bitte. Ja. Ja, ja. Nochmal proben. Und dann hat der Bench eingesungen. Der versaut alles. Ich weiß jetzt schon. Tell me on my left to be a frontman, frontman. Open up your eye and see in my mind. Your mind, rather is to shame. Don't call it Joe, Freder is my name. Also der hat alles gegeben. Absolute Hammer. Und ja, Texte war er selber verantwortlich diesmal. Jo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt warte mal. Also hat ein paar Tage gedauert. Hier war schon der 18.2. Vom 16. glaube ich bis 18. haben wir uns eingesperrt. 1996 im Februar. Da ist er ja, der Life is a monster! Mega, mega genial. Also, das war wirklich eine spannende Sache. Wir haben zwar schon viele Demos aufgenommen, mit Justice, mit Naval, mit Cancelled Concert, immer hier im Raum, aber diesmal war es wirklich so getrennt praktisch, durch das lange Multicore-Kabel in den anderen Raum. Da hat man keine Nebengeräusche gehört, wir konnten es einfach besser überwachen. Und die Konzerte, wo ich gezeigt habe vorhin von der Tour, liefen natürlich weiter. Da war das nächste am 25.02.96, also ein paar Tage später, schauen wir kurz rein. In der Konserve in Höchstädt, genau. Zoom? Ja. Also, da war nicht so viel los. Das war nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Pff, ganz normaler Gig. Von dem her. Ja. Dann ging es weiter. 2.3.96 im UC Blaubeuren. Oh. Ah ja, da bin ich mit meinem gelben Flitzer hingedüst. Genau. Da war es total düster. Ich glaube, die hatten gar keine Lichtanlage oder sowas.
Also es war einfach nur ein Loch, Fenster verbarrikadiert und Türen verbarrikadiert und los ging's. Aber mei, sowas muss man auch mal mitmachen. So, weiter ging's dann in Ulm am 8.3., also eine Woche später, Fort Eselsberg hieß es in Ulm. Ja, und so weiter. Auf jeden Fall kam dann ein tolles Ereignis, und zwar in Burgau im Tonstudio. Das war das einzige in der Nähe. Professionelles Tonstudio. Da hat damals die befreundete Band Me and Henry aufgenommen. Da haben wir unser 8-Spur ADAT-Tape, das wir selber aufgenommen haben, dann mixen und mastern lassen. Weil da kannte ich mich noch nicht aus, beziehungsweise, ja, Computer war 96 noch nicht zur Verfügung. Also ich kann mich erinnern, meinen ersten richtigen PC hatte ich so 98 rum. Aber das sehen wir später noch. Deswegen sind wir dahin zum Mixen und zum Mastern. Dann schauen wir mal kurz rein. Also, da haben wir viel rumprobiert, rumexperimentiert und rumgetüftelt, und was dabei rauskommt, kann ich euch zeigen, und zwar diese CD, yay, One Big Trip. Das Logo hat damals, das Bild hat der Bench entworfen, das Logo hat der Lemmy entworfen. Hier, das ist das Original. One Big Trip, Moving On, Peace, Closed Eyes, Chaos Life, The Result, and Life is a Monster. Vom Inlay ganz einfach gestaltet, nichts Aufwendiges, Kontaktadresse war drin. Ja, und wir haben, glaube ich, 500 Stück davon pressen lassen. Und das ist eine der wenigen Kopien, die ich noch habe. Und da können wir natürlich auch reinhören. Ich habe das alles, wen es interessiert, C-Engine ist sowieso alles auf YouTube hochgeladen. Da gibt es einen eigenen Kanal. Kann man sich das alles gern nochmal anhören. Ich würde jetzt gern reinhören, und zwar in, Moving On war ein ziemlich cooler Hit damals. Also qualitativ schon viel, viel besser. Also man hört schon die Korn-Einflüsse jetzt auch. Da ist zwar noch viel Thrash-Metal mit dabei, aber so die abgehackten Parts, und es wurde immer ein bisschen düsterer. Und das Coole war, wir konnten auch auf einen Sampler kommen. Und zwar der hier. Wastelands Volume 4. Das war ein Sampler, den der vom Tonstudio uns vorgeschlagen hat. Und da waren zum Beispiel Bands drauf wie Overdue Pain. Also Hammerband. Between the Lines waren Lemmy, sein Bruder, seine Band. Und wir eben mit unserem Song One Big Trip ziemlich weit unten. Genau, Chaos Engine, One Big Trip.
Also ein Sampler, das ist schon was Cooles. Für damalige Zeiten, 1996. Mei, im Inlay steht, glaube ich, nicht viel drin. Zu jeder Band ein paar Wörter. Wo ist es denn? Ja. Chaos Engine, hier. One Big Trip. Genau, also für damalige Zeit war das echt eine coole Sache. Eine CD-Release-Party musste natürlich auch her, wenn man schon so ein Event hat. Und 500 Stück, die müssen ja auch erstmal verkauft werden, dass sich die Kosten der Produktion, wir haben fürs Mischen und fürs Mastern was bezahlt, wir haben für die CD-Replikation, also Kopiererei, was bezahlt. Alles andere konnten wir in Eigenregie machen, aber die Kosten mussten ja auch wieder reinkommen. Also CD-Release-Party. Und zwar war das am 11.05., da kam die CD raus, 96 in der Konserve in Höchstädt. Mit Konzert und CD-Verkauf und alles drum und dran. War ganz gut. Schauen wir kurz rein. Ja, man sieht halt irgendwie überhaupt nichts. Aber man kann sich's irgendwie vorstellen. Als Band muss man natürlich irgendwie auch seine Einnahmen bekommen. Also außer Gage, die wir ehrlich gesagt fast nie bekommen haben. Wir waren froh, wenn wir Pizzas raushandeln konnten. Oder Spritgeld, aber Gage gab es meistens nie, weil es irgendwelche Nachwuchsfestivals waren oder irgendwas. Mussten wir froh sein, dass wir ein paar CDs verkaufen und so unsere ein paar Einnahmen für die Bandkasse hatten. Weil man hat ja auch Ausgaben. Man muss ja Saiten zum Beispiel für die Gitarre, Pfähle für die Trommeln. Das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Ich meine, das ist schon im Endeffekt ein Hobby, bei dem man eigentlich nur drauf zahlt. Aber ja, in erster Linie haben wir es wegen dem Spaß gemacht und nicht wegen der, dass man viel Geld verdienen kann. Und kann man meiner Meinung nach nicht, außer man wird wirklich von einem Major-Plattenlabel so gehypt und gepusht, dass du sofort in allen Kanälen marketingmäßig auch am Start bist und dass jeder dich kennt, der dich auch hören will. Weil die meiste Zeit, also man fand uns einfach nicht. Über welche Medien denn, ja? Internet war noch nicht so. Das war alles mehr oder weniger damals so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und mit den Einnahmen war es eben recht spärlich gesät. Naja. Aber für uns war es der Spaß, der im Vordergrund stand. Im Nachhinein hätte ich mir zwar manchmal gewünscht, dass es ein bisschen lukrativer gewesen wäre, aber hey, die Erfahrung war es wert und es war toll. So, wie ging es denn bandmäßig weiter bei uns? Genau, Steinstock 2 Festival am 8.6.96. Da gucken wir mal kurz rein. Da sind die Haare noch drin. Bühne schaut aus. Da war gerade im Trend, dass man immer so, was weiß ich, Konfetti und Schnipsel und alles mögliche, so die Plastikdinger mitnimmt und tonnenweise ins Publikum kippt. Das sieht's aus auf der ganzen Bühne. Furchtbar. Aber das war gerade so der Trend, keine Ahnung. Ein alter Song. Naja, auf jeden Fall, die Haare waren lässig, aber ein bisschen zu schwer, wie ich schon gesagt habe. So, was haben wir noch gemacht? Natürlich wieder auf Konzerte gehen. Konzerte, und zwar diesmal war das Strange Noise Festival dran. Genau. Vom 25.07. bis 28.07.
Und dann muss ich mal reingucken, wer da gespielt hat. Ah ja, Fantastische Vier, H-Blocks. Kurze Zeit später waren wir dann auf dem Korn-Konzert und da habe ich mir Autogramme gekrallt. Ich habe das letzte Mal schon erzählt, Korn war eine der Bands, die mich am, ja, auch am meisten geprägt haben. Also jetzt müssen wir mal zählen. Metallica, Korn, Pantera, Down, sind schon vier. Die Mega-Bands, die mich geprägt haben. Und das war am, wann war das am 9.2. Nee, das war 97 und das da drüben war 96, genau, 15. August 96 in München im Backstage. Da stammen diese Autogramme her, das ist einfach die Rückseite von der anderen Karte. Mitch war, glaube ich, mit dabei, die ganze Band war mit dabei und das war so eine lockere Atmosphäre. Wir haben da Korn wirklich getroffen, also das war, ja, wie soll man sagen, die waren gar nicht irgendwie VIP und weg und hinter die Bühne und so, sondern man hat sie wirklich getroffen. Und das Witzige ist, ich habe da sogar einen Ausschnitt von genau diesem Konzert am 15.06.96 auf YouTube gefunden. Müssen wir mal kurz reingucken. Da irgendwo vorne bin ich zu sehen. Das war das erste Mal, dass Korn in Deutschland, glaube ich, gespielt hat. Mega Event. Also, Hammer-Event. Korn, hört euch diese Platte an. Die erste Platte von Korn. Es gibt nichts, was besser ist. Damals hat uns das weggeblasen. Und wir wollten so in die Richtung spielen. Und das haben wir auch mit der Zeit hinbekommen. Es hat nur ein bisschen gedauert. Ja, was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Unsere Lieblingsbeschäftigung war bei mir unten im Kellerraum unten quatschen, Musik hören, Blödsinn machen, Pizzas bestellen, Karten spielen. Und ich habe da die Kamera einfach manchmal mitlaufen lassen. Das ist schön. Also, das war unsere Lieblingsbeschäftigung. Einfach zusammenhocken, quatschen, alles Mögliche. Storys von der Arbeit hat der Benjamin erzählt und ich auch. Und ja, Hammer. Dann ging es weiter. Und zwar, dann hatten wir einen Auftritt bei Roadstar. Das war der einzige Musikladen, wo ich erzählt habe. Und da war auch eine Musikmesse gleich im Anschluss. Und da habe ich einen Tom Angel Ripper von Sodom getroffen. Musste mit dem Wettsaufen machen und habe dann gleich ein riesen Gitarreneffektgerät gewonnen und gleichzeitig noch ein Autogramm bekommen. Und eigentlich ist es schon schwach, dass Tom Angel Ripper gegen mich im Wettsaufen verliert. Aber Sodom hat damals, glaube ich, auch noch da gespielt oder so und wir hatten einen eigenen Auftritt auch
Und allerdings nur noch zu viert. Der Wiede hat uns verlassen, weil er hat schon gemerkt, wir wollten eher so in die Richtung Korn und er wollte eher so in die Richtung Punk, keine Ahnung. Und dann waren wir einfach nur noch zu viert. Schauen wir mal kurz rein. Die Fahrt dahin wurde wie immer dokumentiert. Da habe ich übrigens wieder ein anderes Auto gehabt, das war Peugeot 405, eine große Limousine, weil der BS Kona auch schon wieder einen Geist aufgeben hat. Gurke, Mitch, Lemmy, Bench, ich. Boah, also Fackelsee machen wir noch. Hast du Tabak drauf? Tabak habe ich vorhin in Sicherheit gedacht, ja. Ist zu rauf. Ja. Das war in Pforzheim am 17.08.96. Mein Name ist Karo Sehnchen. Später viel Spaß. Jo. Weil zu dritt hat das natürlich alles schon ein bisschen dünner ausgesehen und vom Sound her auch ein bisschen dünner mit der Gitarre, aber mei, wir haben es durchgezogen und wir waren auf der Suche nach einem neuen Gitarristen, klar, im Freundeskreis halt. Hier habe ich noch ein Bild, das ist das Autogramm vom Tom Angel Ripper von Sodom. Genau. Ganz rechts, das ist er. Das war auf dem Konzert beim Roadster. In der Zwischenzeit haben wir, was haben wir gemacht? Uns im Keller getroffen und Quatsch gemacht. Hier. Gekartelt, Musik gehört und der Mitch hat die ganze Zeit C64 gezockt. Ich hatte nämlich, als ich 9 war, ein C64 geschenkt bekommen und habe da 8 Stunden am Tag gezockt. Und lange Zeit war der dann vergessen und 96 haben wir ihn wieder ausgegraben und hat alles funktioniert wie vorher mit Diskette. Haben einen anderen Monitor angeschlossen und dann hat der Mitch da immer Gianna Sisters gezockt. Wir haben Karten gespielt, Musik gehört, geratscht. Das muss auch ein Wochenende gewesen sein, weil jeder hat ja gearbeitet von uns. Ich noch immer in der Lehre und Proben waren natürlich auch weiterhin noch, klar, weil die nächsten Konzerte standen an. Und da muss ich gleich mal gucken, das nächste Konzert war 7.9.96 ein Newcomer Festival in Rhein am Lech. Ja, war in der Turnhalle in Rhein. Wir haben da die Früchte des Zorns noch kennengelernt. Das war eine bekannte Band. Die haben coole Musik gemacht, Crossover-mäßig mit zwei Sängern, die ein bisschen gerappt haben. Und mit denen waren wir befreundet. Ich glaube, die haben sogar auch noch da gespielt. Als nächstes haben wir ich und der Mitch eine kleine Metallica-Verfolgungstour gemacht. Und zwar war da ein Konzert in Nürnberg am 11.09. Und da sind wir, ich und der Mitch, den hinterhergefahren, im Auto, dem Tourbus. Wir haben die abgepasst praktisch
und sind ihnen bis zum Konzert hinterhergefahren. Wir hatten natürlich Karten, klar. Aber so sah das aus. Zigarre geraucht. Ja, war auf jeden Fall cool. Immer hinterm Tourbus hinterher und ich habe noch ein Video gefunden von diesem Konzert auf YouTube von Metallica. Da müssen wir auch kurz reinschauen. Das war genau dieser Abend. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube zu dieser Zeit, 96, da war, glaube ich, die Mutter auch mit dabei auf einem Konzert mal. Ein Metallica-Konzert war sie mit dabei in der ersten Reihe. Ich weiß nicht mehr, ob das schon war oder später. Aber schauen wir mal rein. Wow, One, super. Das war die Zeit, wo Metallica dann auch kurze Haare hatten. Das war ja Skandal. Oh, die lassen ihre Haare abschneiden. Oh nein. Load und Reload kamen da raus. Ich fand die Platten super. Na gut, dann ging es weiter bei uns wieder mit dem Konzertchen und zwar am 2.10.96 in der Betai Geuze in Ulm. Ja, auch wieder Just Another Gig. Und dann ging es weiter bei uns mit Haldenwang, 31.10.96. Da existiert leider nur ein Audio. Hören wir kurz rein. Neue Songs waren das auch alles. Dann ging es weiter mit Konserve Höchstädt am 23.11.96. Wieder mal Konserve Höchstädt. Wir waren natürlich auch wieder auf Konzerten. Und was gibt es Schöneres als ein tolles Konzert in Augsburg in der Rockfabrik. Life of Agony. Eine super geile Band. Mega. Also damals in den 90ern, sage ich jetzt mal, 96, war Life of Agony ganz wieder was Neues und hat uns allen ziemlich gut gefallen. Ich schaue mal kurz rein. So sah die Band aus. Super Band, auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt war es das schon für das Jahr 1996. Hat sich viel getan. Wir haben ein Bandmitglied verloren und ein neues gesucht sozusagen. Noch nicht gefunden. Wir waren auf ein paar netten Konzerten. Sind Metallica hinterher gedüst. Und hatten sehr viel Spaß.
Wir sehen uns 1997. Ja, und wie versprochen gibt es am Ende jeder Folge einen gratis Musik-Download von uns vom aktuellen Album Fragmented, und zwar den Song Mindshut. Da geht ihr hier auf overclock-band.bandcamp.com/YUM. Da landet ihr auf dieser Seite hier und da könnt ihr den Code eingeben. Ich werde das jetzt mal an einem Beispiel machen. Gebt den Code ein. Ihr könnt hier optional eure E-Mail-Adresse eintragen, ist aber keine Pflicht. Und klickt dann auf Redeem. Und dann könnt ihr hier die Version auswählen, MP3, FLAC, AAC, alle verschiedenen Dateiformate, und klickt dann auf Download. Dann könnt ihr den Song abspeichern auf eurer Festplatte, auf dem Handy, wo auch immer, und habt einen gratis Song Mindshut von Fragmented. Das ganze Album könnt ihr mit einem Code auf smstracks.com herunterladen. Da landet ihr hier auf dieser Seite. Und dann geht ihr auf Gutschein einlösen, gebt den Code ein und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Und dann könnt ihr das ganze komplette Album Fragmented herunterladen. Und die Codes werde ich jetzt danach noch einblenden, also abtippen, mitschreiben und runterladen. Viel Spaß damit und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. What you said, I just can't seem to concentrate on anything else besides the things that really